Liebe Leute, wir spielen Ready or Not und zwar in der Version 1.0, denn das ist vor kurzem erschienen und sie begeben sich auf eine zermürbende Reise durch die Straßen von Los Suenos, wo der Tod hinter jeder Ecke lauern könnte. Es gibt keinen Neustart oder eine zweite Chance, sobald sie eine Mission begonnen haben. Also zeigen sie ihr Bestes. Das Leben ihres Teams liegt in ihren Händen und jegliche Verluste sind dauerhaft. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt während einer Mission Ihre Verluste begrenzen wollen, sammeln Sie Ihr verbleibendes Team und kehren Sie zu Ihrem ursprünglichen Einstieg. Okay. Mentaler Zustand. Oh Gott. Okay. Captain Porter, please call Dusk. Okay, also, neue Offiziere einstellen. Also es ist eine richtige Kampagne, so ein bisschen so ein Karrieremodus. Das gefällt mir gut. Teamaufstellung. Page up. So, wir haben Julio Sanchez, Benjamin Turner, Caleb Lee und Juan Lopez. Die sind aktuell in meinem Team. Das sind diese. Und hier habe ich noch einen Turner und noch einen Sanchez. Und was kann ich hier jetzt machen? Okay, ich kann die quasi abwählen und austauschen. Okay. Das ist cool, das kenne ich so noch nicht. Briefing Room. Bisschen ruckelig das Ganze, aber warten wir mal ein bisschen ab. Select Mission. Hallo? Approach the briefing list to choose your next assignment. Ah, das ist ja richtig cool geworden. Hier kann ich mein Loadout ändern. Ja, also ich kannte das bisher nur, und das war wirklich eine ganze Weile in Entwicklung, rein in so eine Map, Geiselnahme, alle erschießen, wobei das nicht unbedingt gewollt war, sondern die, die sich ergeben haben. Man muss immer vorher einmal schreien, Polizei, Hände hoch. Und dann muss man eben schauen. Manchmal kriegt man ordentlich was ab, wenn man zu lang zögert. Man muss die Getöteten melden per Funk. Also das ist schon ein cooles Ding. Und als ich gesehen habe, was 1.0... Ah, das haben die gut gemacht, Leute. Okay, wir überspringen das jetzt gerade mal. Ich will ein bisschen... Ich will in so eine Mission. Was haben wir denn hier hinten noch? Das haben die toll gemacht. Super. Na? Wie geht's deiner Frau und meinen Kindern? Okay. Okay, hier ist... Oder doch? Ach doch. Shooting Range. Ja, komm, das wollen wir doch alle sehen. Hi, Billy. Ja, hier. Kriegen wir mal ein Gefühl dafür? Put your fucking hands up. Das ist das. Das ist toll. Sehr schön. Okay. Was haben wir hier? Ah, das ist richtig. Mit ganz viel Liebe zum Detail, ne? Das hätten die sich wahrscheinlich auch alles sparen können. Du wirst wieder. So, kommt, wir schauen mal. Ich kenne einige Missionen. Die Stadt der Träume. Was soll ich machen? Wählen Sie eine... Ach, das ist... Okay. Ich kenne einige Missionen, die noch nicht fertig waren. Wo Texturen noch gefehlt haben in so einem Club und so. Tageszeit 23 Uhr, 4U-Tankstelle, 5. Straße. Eine Gruppe jugendlicher Straftäter nutzt die Gelegenheit und führt ihren Plan aus, um eine verheerende Sucht zu finanzieren. Fortnite. Warten auf Einsatz?
Was muss ich machen? Listen up. At around 2300, we received multiple 911 calls from the 4U gas station at 5th and Vandrake in Southside. We believe this to be a stick-up robbery with multiple armed suspects. At this current time, we don't know the condition of 4U manager Mudassir Varma or Sharla Layton, with both calling in during the robbery along with multiple other civilians in the premises, including Sharla's daughter, Crystal Layton. First responders began locking down on the scene at 2340, containing the area for D Platoon's arrival. An officer on scene reported the sound of gunshots at 2345 within the main building. We can identify all three suspects on the scene. Andre Williams, Zion Pretlow, and Jaden Fletcher. All have their own run-ins with the law for drug-related offenses or violent crimes. Be advised, some or all may be under the influence of methamphetamine and incredibly erratic. This potentially showing their true motives to feed a lethal addiction even with the... Ey, dann wollen wir mal. Das gefällt mir richtig gut. Das ist mir lieber, wenn da so ein bisschen so eine Story-Struktur ist und die Story mag sein, du bist halt ein Officer und du musst dich darum kümmern, dass es deinen Leuten gut geht und Missionen erfüllen, als einfach nur so ein bisschen Tech-Demo-mäßig schau mal rein und so. Das mache ich denen nicht zum Vorwurf, denn das haben die auch nie anders verkauft. Aber ich bin überrascht, dass die das noch so hinbekommen haben. Ich habe da vielleicht dreimal reingeschaut oder so. Talk to Element. Suspects have a foothold in this area. Gold. And they're refusing to cooperate. Entry team, you are cleared to proceed with the mission. Right with you. Oh, das ist fies. Das ist eine ganz beklemmende Atmosphäre, ne? Lead the talk. Civilian is alive but unresponsive. So dead outside. This is talk. For obvious reasons. Copy. Clean house and we'll take them out. Kommt, wir verstecken uns hinter den Zapfsäulen. Ah, tolle Atmosphäre. Blue Team. Open the door and flash it. 10-4. Ja, ich höre Stimmen drin. Damn it. Locked. Pick it. I'll unlock it. Got it. We're good. Okay. Fair enough. Okay. Ah, wie cool. Einen hat er down. Cuffing. Looks clear over here, boss. Suspect detained. Securing. Zuckt noch. Bier. Need to talk. Suspect down. Wounded. This is talk. Medical assistance is standing by. Hands up! Do it now! Who? Elements to talk. We have a sub secure. Talk to entry team. Feierabend. Roger that. Medical assistance is standing by. Get on the ground now! Hands up! Above your head! Ja, hat er schon. Ich dachte, er geht vielleicht noch mal weiter runter. Moving into handcuff. Got him. We're gonna take care of you. Okay, das machen die automatisch. Suspect cuffed and secure. Civilian restraint. I'll bag entry to evidence. Good to go. Civilian secure. Talk to high ground. Genau, also. Copy that. Tote melden, noch Lebende mit zuckendem Kopf festnehmen und Waffen eintüten. Und auch Geiseln, offensichtliche Zivilisten. Stay here, stay calm. Weil man weiß nie. Was man hier schon erlebt hat in diesem Spiel, wo man sich sicher gefühlt hat,
Und die dann plötzlich eine Schrotflinte gezogen haben oder so. Was ist automatisch reported? Oh, das ist fies, ey. Stay here. Do not get in our way. Let me go. Need to talk. I'll tell you everything. Civilian ready for transport. Talk to entry team. Copy entry team notifying trailers. Ach cool. Das ist so schön simpel gehalten. Das gefällt mir richtig gut. Was? Ich piek. Mach auf. So much for employee of the month. It's like the service. You get a medal, but only when you're dead. Hands on your head, now! Help! Talk. Civilian good to go for evac. Talk to high ground. Great work, entry team. Keep it up. Muss ich irgendwas hier machen? Nee, nur melden. Ah, okay. Gedrückt halten. Das ist so gut gemacht. Es ist wirklich. Und der Charakter, wenn der sich bewegt, ihr merkt ja, wie langsam der ist. Das hat so eine richtig schöne Schwere. Genau, okay. Bleibt schön liegen, Freunde. High ground to talk. I got a dead civilian here. Notify trailers. Civilian is DOA. Talk reporting. Roger that entry team. Tag him and keep moving. Das bricht mir das Herz. Das ist doch nicht so. Oh, das sieht so gut aus, ne? Okay, wir gehen weiter. Steht da nicht jemand? Put your hands up! Sehe ich das falsch? Das da? Ach, das ist ein Kollege, ne? Junge, du hast mir Angst gemacht. I'll get him ready. Protocol. What did I need to talk? Civilian, good to go. Talk to entry team. Roger, entry team. Great work. Keep going. Was sehe ich hier? Es ist... Okay. Jetzt haben wir es. Steckt sich hier noch einer? Nee, sieht alles gut aus. Pappaufsteller. Auf den ersten Blick keine Gefahr. Das mag aber nicht viel heißen. Get the lock. Got the lock. Got the lock. Done. Good to go. Die haben wohl auch ordentlich an der KI gearbeitet, dass die halt auch den Rücken decken und frei halten und durch Zivilisten laufen. Also vorher standen die ganz gern mal so ein bisschen im Weg. Okay, wir haben alles. Find the Store Manager. Leute, das ist richtig gut geworden. Ich habe es ganz bewusst lang nicht angefasst. Ich habe wirklich gedacht, komm, schau mal, was dabei rumkommt. Und ich wäre ein bisschen traurig gewesen, wenn das einfach nur so ein, ja, geh mal rein, schieß ein bisschen rum geworden wäre. Aber mit so einer richtigen Karriere quasi... Das natürlich. Warte mal, was ist das?
hat das natürlich nochmal so eine ganz andere Motivation. Also viel mehr ist hier nicht zu finden. Aber irgendwas scheine ich ja noch zu übersehen. Ja, das ist gut gemacht. Richtig schön. Liebe zum Detail, diese bedrückende Atmosphäre hier drin. So, hier haben wir das Diner. Raum vergessen? Ich kann den auch mitnehmen, okay. Hands up now! Element to talk. We got a deceased civilian requesting TEMS. Report to center for debrief. Wie gut ist das bitte? Und Top-Musik auch noch. 10 Minuten, 12 Sekunden. A+. Sehr schön. Wir sind nicht angeschossen worden, wir haben niemanden verloren. Die Jungs sind zufrieden. Ich glaube nicht, dass ich Sie daran erinnern muss, dass Teammitglieder, die einen Therapieplatz beim PUD bekommen haben, nicht an Einsätzen teilnehmen können. Okay, ich glaube, dieses ganze Trauma und Psyche spielt hier eine große Rolle. Aber die erste Mission haben wir abgeschlossen. Und da gilt es dann natürlich, sich so ein bisschen reinzufinden in dieses ganze Verwalten und so. Sergeant Hoffman, please call Switchboard. Sergeant Hoffman, please call Switchboard. So, und hier können wir noch Slots freischalten. Gefällt mir richtig gut. Sie haben Großvaters Uhr freigeschaltet. Neuer Einsatz, Megabytes a second. Großvaters Uhr? Warte mal. Genau, hier kann ich mein Loadout ändern. Kann ich gerade noch nicht so ganz beurteilen, weil ich noch nicht geschossen habe. Press F, du Charakter anpassen. Uhr. Großvaters Uhr. Ach, schön. Ah, sehr cool. Hier hat man auch eine Motivation, ein bisschen was freizuschalten und so. Erziele die Note B auf Tal der Puppen. Ah, wie toll. Sehr schön. Leute, machen wir noch eine oder was? All right, everyone, need your attention. Operators just received a 911 call from an individual within an apartment complex in St. Uriel this morning, detailing a brewing hostage situation. It seems that Michael Williams has barricaded himself in his apartment along with his brother DeMarcus. He also shot and killed his mother, Cassandra Williams. The call was brief, but gave us information regarding his potential mental state. Has anyone tried to regain contact with Michael? The call bounced when attempted. And calls from negotiators outside have fallen on deaf ears. It sounds like Michael may be firing a weapon inside his room, and we've received multiple reports of gunfire from other individuals within the complex. The building has a single entry through the main atrium.
There's also a second entry point through a fire escape nearby, which should allow quick access to the other levels without exposure to your teams within the atrium. The Watch Commander is on scene and has patrol holding perimeter positions. Thames is staging at the command post. Currently, they're awaiting our arrival to make entry, as the situation has been deemed dangerous, given no communication can be established. Do we know of any other threats within this space? Michael's apartment is number 14, and so far we've managed to confirm that rooms 16, 11, and 12 are all currently inhabited but closed off. Those residents have either been evacuated or are sheltering in place. However, we were unable to make contact with apartments 13 and 15, both of which are under the ownership of Michael Williams at this time. It is unknown if he is still barricaded with his family in 14 or has moved into one of the other rooms to ambush. We are not aware of any other threats. It seems to just be one guy. All right, let's roll. Okay, soweit so gut. Ich denke tatsächlich, eine der wichtigsten Infos ist hier, dass wir über die Feuerleiter reinkommen, weil so ein Atrium, je nachdem, wo der Typ da steht und schießt, da sind wir natürlich auf dem Silbertablett. Aber ich weiß nicht, wie die Map hier aussieht. Wir schauen mal. Aber richtig schön detailliert. Da wird alles beschrieben, was wir wissen, wer ist da, wer könnte da noch sein, was haben Leute gehört. Negotiations have failed with the active shooter. Make entry and clear the area. Hab ich da gerade jemanden gesehen? Ja, ich höre Schüsse. Ja, hier ist schon das Atrium. Das ist natürlich fies. Ja, das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. A lot of old folks living in these apartments. All teams, move over there. Heading out now. So, ich will mal auch ein bisschen die KI verstehen. Ich schicke die dahin. Laufen die denn weiter jetzt mit mir? Hands up above your head! Wird geschossen. Wo? Oh! Das muss ja von oben gekommen sein, oder? Oh, da. Dropping a chem light. Ich hab irgendwas gerückt. Get on the ground now! Alter. Ich weiß leider wirklich nicht, wo der Typ ist. Oh, ich krieg ganz schön ab. Ist er down? Ja, ich glaube schon. Die bewegen sich hier natürlich auch frei, ne? Also es ist nicht, die warten nicht hinter einer Tür, bis man vorbeikommt. Boah, das ist so schwer zu erkennen, ne? Nicht wo. Move over there.
Wo? Boah, ich krieg richtig ab, ich bin gleich down. Da oben. Kann ich mich denn irgendwie versorgen? Sieht nicht so aus. Ich bin schon ziemlich angeschlagen. Ey, das ist genau das, was ich befürchtet hatte. Move in, bang the room and clear. I'm on it. Flash. Good here. Ich keine Ahnung, es ist so schwer zu sehen, wo das herkommt. Zuschauen. Oh, wie cool war das denn? Super schwer einzuschätzen, wo die Schüsse herkommen. Man kann kaum was erkennen da oben. Genauso habe ich es mir gedacht, als ich hörte Atrium, dachte ich so, ja, so wird's laufen. Das will ich nochmal machen. Ups, ängstlich. Ja, das glaube ich. Warte mal, können wir denn... Ah, das ist natürlich... Replays. Krass. Okay. Genau davor hatte ich Sorge als Atrium. Aber wie cool das alles aussieht, oder? Officer Roberts, please call desk. Okay, probieren wir es nochmal. Diese Nummer. Aber gut, gut, dass man da nicht einfach so durchrennen kann. Ich muss diese Feuerleiter finden. Hier ist die nicht. Top reporting. Entry team. Status of the active shooter threat is currently unknown. Move in and secure the area quickly. Ach, schaut mal hier. Nicht, wie sich das verhält mit dem Neuladen. Oh, da haben wir den ersten. Rechte Seite, linke Seite ist frei. Zwei. Und jetzt zur Tür. Okay. All teams. Open it and clear it with a flash. Bang out. Police! Opening on the right. Opening up. Put that shit down. Hands up! Suspect down. Down! Hands in the air! Nothing here, procedure. Sir. Handcuffing. What? Talk to entry team. Roger, trailer's inbound.
Hör ich hier? Element to talk. We have a dead suspect here. Talk reporting. Roger that. Continue with your mission. Turn around. Keep your hands up. We've got this under control. Okay. Das lief doch schon mal sehr viel besser. Talk. Civilian is secured. Hat keine Waffe. Talk to Element. Roger, entry team. Great work. Keep going. Got him. I got it. Lead to talk. Good to go. Got him. Sehr gut. Ich glaube, der ist down. Talk. Collecting evidence. Wir schauen einmal kurz rauf. Michael verhaften. Okay. Ich hoffe, die Tür springt jetzt nicht sofort auf. Nee, okay. Waiting on you. Five-O, put your hands up here. Der lebt noch. Wo ist er? Na, ja, und jetzt haben wir wieder da oben. Eieiei. Police, get down! Oh, ist das fies, ey. Das ist... Obwohl das nur KI-Feinde sind. Let's do it. Oh, God. Situation. Fall back. Alter, wie soll man das schaffen? Dass die Stelle ist wirklich fies da oben, weil man ganz schwer nur erkennen kann, wo da die Schüsse herkommen. Wenn die jetzt nicht alle gekündigt haben, dann weiß ich auch nicht. Chef, in aller Liebe, wir mögen sie ja, aber zufrieden, ängstlich. Okay. Ich glaube, ich brauche ein bisschen eine andere Waffe, zumindest was jetzt das Scope angeht. Schauen wir mal ein bisschen. Du Visier. Crow. Hallo? Ah, das ist ja noch fieser. Ich würde es eigentlich bevorzugen, wenn man das ein bisschen weiter hinten anbringen könnte. Okay, wir probieren es doch mal. Doch, alter Schwede.
so nochmal. Ich glaube also, der Weg über die Treppe war auf jeden Fall der bessere. Das erste Apartment zu clearen war relativ einfach. Das Atrium bleibt wirklich ein Problem an der Stelle. Weil man Leute auf der gleichen Ebene hat, die Treppen, die hochführen und den oberen Bereich, den man kaum einsehen kann. This is Talk. Entry team. Status of the active shooter threat is currently unknown. Move in and secure the area quickly. Wir könnten natürlich erst das Apartment clearen und dann ganz hoch gehen. Das ist, was ich meinte. Das ist nicht immer. Hands up, do it now! Get down, I want to see hands! LSPD, hands up! Put it down slowly! Get down! Element. Enter the room and clear. On it. Doc, out of the way, sir. Suspect is incapacitated. This is Talk. Medical assistance Move is standing by. Got an opening here. Nothing here, sir. Okay, war noch so die beiden. I got it. I got him. Der lebt auch noch. Oh, Verzeihung. Suspect detained. I've seen Coffin ready. Lead to Talk. Good to go. Okay, was haben wir? Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Ist die Tür hier noch zu? Sehr gut. Entry team to Talk. Collecting. Get down and put your hands up. Ja, nicht, dass der wieder durch die Tür schießt. Der ist unbewaffnet. Also er hat keine Waffe in der Hand. Down on your goddamn knees now! I'm not one of them. Turn around. Stay here. Okay. Oh, ich hab schon wieder so abbekommen, ne? Oh, ist das fies, ey. Ah, der ist down. Okay. Wir machen es wie gesagt, Leute. Hier ist eine Tür offen. Move in, toss a bang and clear. Getting into position. Okay. In the way, Chief. You're in my way, sir. Bitte? Kein Weihnachtsgeld für dich. Bang. Macht schön langsam. Empty over here. Police! Get down now! Get down! I'll zip it up. Handcuffing. Nope, nope. Don't try to get up. Suspect cuffed and secured. War das der hier, der geschossen hat? Suspect secured. Suspect in custody. Ready for transport. Den hat er bekommen. Civilian is cuffed and good to go. Element, evidence good to go. Civilian ready for transport. Talk reporting. Great work, entry team. Keep it up.
Der lebt noch. Hands up! Above your head! Ah, das ist außerhalb, okay. Okay, der steht hier draußen, glaube ich. Police, get your hands up! You good? Get down and keep your hands up! Kleinen Moment, wir warten kurz. Oh, ey. This is how we do it on the streets. One suspect down, requesting immediate medical. Talk reporting. Copy. Clean house, and we'll take them out. Ist der hier drin? Ready when you are, sir. Okay. Open it and clear it with a flash. Position. Locked. Lock picket. Multi-tool ready. Good to go. Ich find's gut, dass sie das vorige Kommando jetzt noch ausführen. Flash out. Going in. Opening on the left. Show me your hands. I don't know anything now. Get down! Police, hands up! Threat down! Cuffing. Hands up! Good to go. Talk. Making a suspect good to go. Talk to high ground. Roger, entry team. Great work. Keep going. Stay here. Do not get in our way. High ground to talk. Civilian secure. Hat er eine Waffe gehabt? Ja, diese. Post up. Ready. Enter the room and clear. Moving in. Don't attack. Suspect down. Got him. Talk to entry team. Copy. EMTs and trailers are standing by. Safe. Okay. Suspect is ready. Können wir mal, Ach, wie cool ist das denn bitte? Und reagiert der Chat darauf? Ah, ist das cool. Also Leute, super. Ja, das ist bei mir zu Hause übrigens. Das ist der Keller. Die Roomtour war nur ein Spaß. Also die Details und so, ne? Super. So, was haben wir denn? Was fehlt denn noch? Das war's. Ich drücke hier jedes Mal die falsche.
Sag mal, das haben wir doch schon geklärt hier, oder nicht? Ready. Sehr cool. Get on the ground now! Könnte sein, dass hier unten noch einer ist. Obwohl, den haben wir noch nicht reported. Das wird sein. Hey, you're seeing your officer. End the mission. Ach, da oben haben wir es. Talk to entry team. Excellent work, Entry Team. Report to Center for Debrief. Ja, ich bleib dabei. Das macht richtig Spaß. Das ist richtig atmosphärisch. Das ist bedrückend. Das ist nicht leicht, was ich gut finde. Denn so lernt man dazu. So weiß man, was das Spiel einem entgegenbringt. Und dass man da wirklich super langsam sein muss und schauen muss. Also, dienstunfähig, okay. Ich finde es ein bisschen schwer noch einzuschätzen, wo einer sitzt und so, aber so ist es da wahrscheinlich dann auch, ne? Also, da wird keiner sagen, hey, ich schieß jetzt, sondern da wird dann halt geschossen und dann musst du schauen. Aber das macht richtig Spaß, also. Neuer Einsatz verfügbar, nervenaufreibender Einsatz. Seine Sanitätereigenschaft freigeschaltet. Ängstlich. Okay, die sind alle so ein bisschen ängstlich jetzt. Ist das jetzt einfach nur eine Frage? Geht's denen besser, wenn wir jetzt einen guten Auftrag ausführen? Oder was? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Aber Leute, also. Ich bin froh, dass ich hier wieder reingeschaut habe. Tolles Ding. Ready or Not 1.0. Das ist, wer so ein bisschen so ein Nervenkitzel wie bei Tarkov haben will. Ich denke, der ist hier genau richtig. Leute, das soll's gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.